Abonniert diesen Kanal. Wenn nicht, dann nicht. Amen. Virus. Also wenn ich einen Luftgang hier, dann... Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir gehen jetzt in... So bin ich eigentlich so schräg? Ja. Jawohl. Ja, wenigstens bin ich schräg und nicht eckig, so wie Harry. Ja, Mann, wir starten rein. Machen weiter. Sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Ja, Mann. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Danke. Hier, wie mal nachschauen. Ich soll auch mir auf den Arsch zu schauen. Sag mal, was ist hier los? Jetzt. Ja, Mann. Harry, wir sind wieder da. Ah, ja, Mann. In Schleime. Boah, da gibt's... In Schleime. Harry, wir sind... In Schleime. Boah, Harry. Wir werden reich. Ah, shit. Hier ist also ein bisschen Zeitvergeudung. Können ja nicht auch Karten und sowas rauskommen? Sehr auch sehr... Ja, komm, das ist Zeitvergeudung. Ah, wäre auch sehr schön. Aber ich glaube eigentlich eher nicht mehr. Obwohl, er hat ja gesagt, ne, das sind ja in ganz Hogwarts hier versteckt. Also eventuell, ne? Ja. Jungs, halt, wir haben... Boah, die Boden. Komm rein. Ah, komm. Noch ein paar. Gibt's noch welche? Ah. Ah, okay. Ah, wir haben Harry, gut, ich wir möchte haben gut mir den Ort des Verbrechens einmal genauer ansehen. Okay, normalerweise bewacht Filch immer den Gang, in dem seine Katze versteinert wurde. Aber im Moment ist er nicht da. Das ist unsere Chance. Oh. Okay. Glaubt ihr wirklich, dass es eine Kammer des Schreckens gibt? Ich glaube die Geschichte, die Flitwick uns erzählt hat, auch wenn er selber daran zweifelt. Dumbledore konnte Mrs. Norris nicht heilen. Und deshalb denke ich, was immer sie angegriffen hat, ist vielleicht nicht menschlich. Nun sind wir also am Ort des Verbrechens. Es kann nicht schaden, wenn wir uns ein wenig umsehen, wo wir schon mal hier sind. Und Filch nicht in der Nähe ist. Erinnerst du dich an all das Wasser auf dem Gang? Wo kam das bloß her? Von da drin. Lasst uns nachsehen. Ich kann da nicht rein. Das ist ein Mädchenklo. Ach, Ron. Ach, Ron. Da wird niemand drin sein. Da lebt die maulende Myrte. Eieiei. Sie spukt in einer Toilette herum, die das ganze Jahr über geschlossen ist, weil sie ständig Anfälle hat und alles unter Wasser setzt. Ich wünschte, die Leute würden endlich aufhören, hinter meinem Rücken über mich zu reden. Wer könnte dann der Erbe Slytherins sein? Wer möchte alle Nicht-Magier aus Hogwarts vertreiben? Draco Malfoy, du hast doch gehört, dass er Hermine Schlammblut genannt hat. Aber wie können wir es beweisen? Wir müssen in den Gemeinschaftsraum des Slytherin gelangen und Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er merkt, dass wir es sind. Aber das ist unmöglich. Alles, was wir brauchen, wäre ein wenig Vielsaft-Zaubertrank. Er verwandelt einen in jemand anderen. Harry könnte sich in einen Slytherin verwandeln. Niemand würde merken, dass es in Wirklichkeit Harry ist. Boah. Zwei der Zutaten sind ein wenig schwierig zu beschaffen. Gemahlenes Horn eines Zweihorns und kleingeschnittene Haut einer Baumschlange. Harry, du musst mir welches besorgen. Ja, hast du eine Harry, Ahnung, mach wo mal. Ich die Zutaten finden kann? Snape hat Zweihornhorn in seiner Vorratskammer. Zweihornhorn? Mit der kleingeschnittenen Baumschlangenhaut bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich muss in die Bibliothek, um das zu überprüfen. Na super. Gänge voll Glibber. Das wird sicher angenehm. Ja. Die McGonagall auch Gänge voll Glibber. So, gibt es ja irgendwo ein Speicherbuch? Bitte sagen wir, dass es hier ein Speicherbuch gibt irgendwo. Oh.
Hier waren wir doch schon mal, ne? Ja. Ah, hier war ein Geheimgang, ne? Wo wir nicht, oder? Gibt's hier ein Speicherbuch? Weiß ich nicht, okay. Yo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Harry Potter. Alle. Ja. Scheiße. Ich habe zwischendrin das Spiel beendet. Kurz gesagt, ich muss nochmal den Wohnraum ablaufen und sowas. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Richtig, wir müssen jetzt zum Gängevolk-Lipper, sagt er. Irgendwie müssen Snapes Vorratskammer anscheinend. Also hier eventuell. Hm? Wo war der Clusterraum von ihm? Hier? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Leute, Hogwarts, es ist auch ein Labyrinth. Ein Labyrinth für sich. Ah, hier. Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Nein. Oh, Harry, Lust auf ein Geschäft? Boah, Digga, chill. Chill mal ein bisschen, hey. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Ah. Aha. Jungs, Harry Potter ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Da ging ich, Alter, ohne Ruhe. Hoffentlich noch eine... Hoffentlich... Oh, jawoll. So, wer bist du? Laverne de Montmore, irgendwie so. 1823 bis 1893 erfand viele Liebestränke. Eieieiei. Selbst mit dem Liebestrank sieht sie komplett hässlich aus, aber das ist... Ne? So, oh shit. Hier, ne? Jawohl. Nächste, Junge. Gunilla von Gorson, 1556 bis 1639, einäugige, bucklige Hexe, Erfinderin eines Gegenmittels für Drachenbrocken. Okay. Das ist cool. Ah, hier, oh. Schau mal an. Das ist ein Schleim. Ein kleines Stückchen von McGonagall. Snape, ich übe hier nur, ne? Wo ist er? Er wusste. Hey. Nee. Wo ist er hin? Anscheinend nicht mehr da. Crazy shit. Dann gehen wir mal. Harry, schreck mich doch nicht so. Junge, wer jetzt da der Snape dahinter gestanden, ne? Wo ist er denn? Oh, dahin ist er. Was passiert, wenn wir den. LOL. Was passiert? Ich werde dich im Auge behalten, Potter. Also ich glaube, es ist doch gerade ein Zeichen dafür, dass wir hier rein müssen. Ich habe auch immer Schleim vor meiner Türe. Ist ganz normal sowas. Ah ja. So hier. Zack, Junge, zack. Hier läuft doch keine Zeit ab. Das ist gut. Das sieht mir ja nicht ganz. Badige. Reden können. Ah, jetzt schon mal hier. Oh. Okay, Harry, jetzt weiß ich, was du meinst mit Gängevolk-Lipper. Das ist tatsächlich ziemlich viel Popel. Na? Ah, schon mal einen Aufzug.
Okay, jetzt zeigt das hier oben. Ah, schau mal. Eieiei. Jawohl, Junge. Wow, Schokofrösche. Du warst sehr hilfreich hier. Ja, hier. Sag, Junge. First try wird es, ja? Geh eigentlich mit unserem Schatten auf dem Boden ab. Das war knapp. Aha. Okay. So. Jetzt. Sag, Junge. Sag. Okay, müssen wir aufpassen. Aufpassen, Harry. Ah, wahrscheinlich wären das so Fallen gewesen, die wir nicht gesehen hätten. Oh nein, oh nein, eine Schnarke. Können wir drüber springen, ja? Ui. Das blöd, man kann nicht runter auf den Boden schauen, wenn man springt. Das ist ziemlich blöd. Was hier? Okay. Da steigt der Schleimpegel. Was ist hier unten? Nichts. Okay. Hier nichts gibt, Junge. Gib mir Bohnen. Ah, hier. Ich hab grad voll die Bildkarte auf den Kopf bekommen. Das hat grad schon ein bisschen wehgetan. Da halt. Wen haben wir hier? Crispin Quark, 1795 bis 1872. Wurde nach Azkaban geschickt, weil er trotz mehrfach Warnungen Spring in seinem Garten hielt. Was, Bruder? Da hier. Glamour Peak, 1677 bis 1761. Besiegt die Seeschlamme von Como. Okay. Goldene haben wir noch gar keine, ne? Das ist krass. Ja, ist ja ein, das ist ja schon ein Vorratskönner von Snape, oder? Weil wegen ganzen Viechern hier, ne? I don't know. Ich glaube, wir müssen die jetzt da reinschubsen. Mal sehr angenehm, so etwas zu machen, ohne dass die Zeit läuft. Keine Ahnung, für was das gerade hier war. Ah, oh. Ah, okay, die müssen wir da rein machen. Oh, ist ein Boden drin. Oh! Krasse Shit. Ist der auch was? Ja. Also die ganzen Schokofrosche hier, ich weiß nicht, wer die braucht. Also ich nicht. So, Junge, rein mit dir. Zack. Zack. Schau mal, da geht's nach unten. What the heck? Ah ja. Jetzt ist es offen. Sehr schön. Oh shit. Entschleime. Ja, was für ein Geräusch machen. Pikaboo. Eieiei. Entschleime. Na, wie kommen wir da noch oben, aber. Kommen wir jetzt so hoch? Nee. Absolut keine Ahnung, Harry. Harry, wie geht es? Kein Plan. Ah, vielleicht können wir das von hier oben, dass hier runterfällt oder so, ne? Oh shit. Okay, sind eh nur zwei. Aber tun die uns eigentlich überhaupt irgendwas? Ja, wie es einmal klopft. Genickbruch. So. Ach, schon mal.
Halt, stopp. Da gibt's doch bestimmt auch irgendwas drin, oder? Jawohl. Beiseite, Junge. Glissando! So. Sag, Junge. Rein mit dir. Sehr gut. Und ein Speicherbuch. Oh. Genesis. 1486 bis 1535. Berühmter Zauberer, der aufgrund seiner Schriften von den Nicht-Magiern verhaftet wurde. Ehrenmann. Oh nein. Nein, nein. Twerkenden drei kleinen Drecksko-Gnome hier. Oh shit, Harry! Das ist Gnomenquälerei, was wir eigentlich machen. Oh, warte mal. Moment. Eieieiei. Ah, sehr schön. Sehr schön. Honoria Nutcomb. Nat? Okay. 1685, 1743. Gründerin des No-Nuts November. Ah! Okay, gründete die Gesellschaft zur Reformation von Waldhexen. Okay. Ah, schau mal hier. In Schleime! Alter, was der Snape hier alles machen muss, nur um in seine Vorratskammer zu kommen. Es ist schon... Ach du Heilige. Scheiße. Du sitzt im Thema, ne? Was hier alles machen. Oh mein Gott, Peeves! Was macht Peeves hier? Peeves! Junge. Tschüss, ne? Ah. LOL. Okay, was, wait. Ah, ja, jetzt ist er unten. Warte mal, hier gibt's überall Geheimgänge noch, wo wir rein können. Warte mal, wir machen mal. Jetzt können wir... Nee, das war scheiße. Oh Mann. So schon eher. Dann noch einmal. Und noch einmal das hier. So müssen wir eigentlich. Oder? Wo geht es hier lang? Ah, ist Aufzug nach oben wahrscheinlich. Ich bin nach unten. Perfekt. So. Digga, deinen Boden in der Hand. Gib mir. Die war gerade lila, wo der die in der Hand hatte. Jetzt ist er aber. Ah ja. Junge, Junge, die armen Gnome. Okay, warte, wir können hier rüber jumpen. Schaffen wir, Harry? Jetzt müssten wir eigentlich... Jawohl! Easy, Leute. Ohne Karte. Nee, doch nicht. Mein Auge. Jungs, jeder kennt die Pollenallergien. Okay. So, zack. Kennen wir sonst noch? Wohin? Nee. Okay, warte, da hinten war noch einer. Und hier war noch einer. Okay, 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 okay. Das schaffen wir, Harry. Das schaffen wir. Sag mir, okay. So, wait, wir waren jetzt in dem. Wir müssen noch dahin.
Okay. Nintendo! Ja. Dann noch Nintendo! Einmal den hier. Und Nintendo! Den hier. Das ist. Okay, aber jetzt müssen wir da eigentlich rein können. Es waren beide. I think. Oder? Ich glaube zumindest, ne? So, erstmal hier, jawohl. Wenn jetzt noch einmal Peace aus so einer Dreckskiste rauskommt, Alter. Danke zwei Stress, Peace. Da 871 Bohnen, Junge. So, letzte Geheimgang. Perfekt, Junge. Zack, zack. Der Sound aber zu rumklitscht, Junge, es ist doch. Ja. Müssen wir noch das Lila, ne? Oder war das rot? Rot? Einmal verschieben und dann können wir weiter. Easy, Junge. So, was? Flipendo! Bad. Okay, und jetzt noch einmal das Grüne. Flipendo! Nee. Flipendo! Wait. Nee, halt. Da ist noch sogar eingezeichnet, ne? Jetzt. So ist es richtig. Easy Rätsel, Junge. Easy Rätsel. Wenn jedem Game die Rätsel so einfach wären, dann wäre das schon. Boah, sind wir jetzt hier in der Vorratskammer? Schau mal an. Junge, das muss der alles immer machen, bevor hier erst rein kann. Das ist schon übel. Miranda Habicht, geboren 1921. Berühmte Autorin von Zauberbüchern. Cool. Das ist sehr cool. Nintendo! Was hier? Okay. Mal weitergehen. Da ist noch Bohnen. Nintendo! Auch noch mal. Nintendo! Sehr schön. Harry, sehr schön. Nintendo! Eieiei. Speichern, perfekt. Entschleime! Also wir lassen, warte mal, nein, wir lassen den jetzt mal leben. Ich weiß nämlich nicht, ob die über uns überhaupt etwas machen. Ich glaube es nämlich nicht, weil die fliegen nämlich nur an uns vorbei. Hat uns zur Stufe hier? Oh doch. Stirb! Hab ich gerade schon gedacht, die wären nett zu mir, aber nein, Schnaken sind nicht nett, liebe Leute. Egal wie süß Schnaken vielleicht aussehen. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Schnaken süß finden. So. Zack, Junge. Easy. Harry, wir sind offiziell reich, ne? Weiß nicht, ob du schon wusstest. Krogan Stump, 1770 bis 1884. Beliebte Zauberei. Leute, es ist noch ein bisschen früh, ich bin noch ein bisschen verpeilt. Im Jahre 1811 ernannt. Cool. So. Flipendo!
So, weg mit dir, Junge. Hä? Ja, rein. 900 Boden, Leute. Zack. Zack. Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, wenn wir da immer durch die Dämpfe von dem Schleim durchgehen. So, ich glaube, kommen wir ein Stück über, oder? Jawohl, Heavy. Was hier? Ah ja. Ah, okay, cool. Und sind noch Bohnen, die will ich auch noch haben. Harry! War gerade ziemlich knapp, Harry. Bohnen, zack, Junge, zack. Alles einsammeln, ne, Leute? Hier, Junge. Okay. Ja, also ich will nicht wissen, wie viel das hier gekostet hat, den lieben Snape, den ganzen Schleim hier rein zu frachten. Vor allem dann noch einzufärben, das ist glaube ich schon eine teure Angelegenheit hier. Auch nochmal ein Vorratsding. Was brauchen wir? Schlangenhaut oder sowas, ne? Yo, what the fuck, man? Und da stelle ich mir halt wieder die Frage, die Snape, wenn er hier was holen will, jedes Mal die Falle auslösen? Ich weiß es nicht. Easy. Habt ihr jemals so einen guten, ne? Jump and One Master 9000 gesehen? Ich denke nicht. Ah, schau mal, da gibt es was. Ah, oh. So, ist es das? Snape sein Klassenzimmer? Ich glaube, ne? Ah! Nice, Junge. War das die Schlangenhaut? Ich glaube, es müssen wir zu. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Echt schön. Ja, aber das haben wir ja schon gemacht hier, ne? Oh, Junge, halt die Fresse. Lust auf ein Geschäft? Junge, Junge. Okay, Blö, ich sehe schon, die Zeit ist auch. Hallo, Harry. Hallo. Ich habe zwei Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Also waren die zwei Hornhorn. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. What? Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Junge, Junge. In die große Halle. Dann kriegst du doch Fresse von mir, hey. Okay, Harry, ich bin gespannt. Duellierclub hört sich geil an. Das sehen wir aber im nächsten Part, liebe Freunde. Tschüss.